Hallo liebe Handyfans, ja, dieses Video ist jetzt mal ein kleines Fazit zum Samsung Galaxy S7 Edge. Ich bin darum gebeten worden, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber da ja einige sich das Gerät oder überlegen sich das Gerät zu kaufen, machen wir mal ein kleines Fazit. Auch das Tablet spielt da auch eine Rolle bei. Viel Spaß dabei, euer Speaker Schocker. Für viele stellt das Samsung Galaxy S7 Edge zurzeit das Maß aller Dinge, wenn es um Handysachen geht. Das kann ich soweit auch erstmal bestätigen. Es macht immer noch eine Top-Figur, liegt top in der Hand, obwohl es am Anfang etwas ungewöhnlich ist mit den beiden Kanten hier am Rand. Das ist aber nach, ja, sagen wir mal, nach einer guten Woche ist das gegessen. Dann weiß man, wie man das Handy anzupacken hat, damit etwaige Fehlbedienungen, zum Beispiel beim Posten von irgendwelchen Dingen auf Facebook, nicht mehr passieren. Blitzschnell ist das Gerät auch, es ist blitzschnell da. Seiten öffnen sich rasend schnell. Also wenn man da mal guckt, hier YouTube oder so, das geht hier wunderbar. Hier direkt bester YouTube-Kanal, Speaker Schocker. Also das öffnet sich wunderbar schnell. Was allerdings etwas stört, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, warum hat man in dieser Preisklasse nur einen Lautsprecher angebracht? Stereo wäre doch viel besser gewesen. Ne? Ich habe es jetzt hier in der Hülle, das ist auch ganz gut so, weil es ist doch sehr filigran gearbeitet. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn das Ganze runterfällt. So, gucke ich mir jetzt aber allerdings ein Video an. Ne? Hält man das Gerät ja vorzugsweise so in der Hand, also im Querformat. Was macht man genau? Man hält den Lautsprecher zu. Das ist großer Mist. Was mich hier am meisten überzeugt hat, das ist wirklich die Kamera. Ja? Nicht nur die normalen Bilder, die Bilder, die sie macht, das ist ja wirklich, also zack, zack, zack ist das drauf. Hier zum Beispiel mit dem Doppelklick hier unten auf den Home-Button öffnet sich direkt die Kamera und wir können direkt Bilder machen. Zack, 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 zack. Kann ich in 10 Sekunden bald 10 Bilder machen. Ne? Es gibt ja auch noch eine andere Funktion, dass ich eine Fotokollage erstelle, dass ich echt zum Beispiel sofort ich hier drauf drücke, dann macht der, oder ich halte den Auslöser dann von der Kamera gedrückt, dann macht er direkt nacheinander Bilder durch. Also wenn man das Ganze dann zusammenschneidet, kommt fast ein Video dabei raus. Was ich besonders geil finde, ist die Zeitlupenaufnahme. Ja? Das kann das Handy wirklich perfekt. Ja? Ich blende mal dazu ein paar Videos ein. Und hier sieht man auch, dass in normalem Licht, also normalem Tageslicht, macht die Kamera ordentliche Bilder. Zum Beispiel mein Camcorder von Sony. Der braucht dazu extrem viel Licht, um solche Zeitlupenaufnahmen hinzubekommen. Mit dem Samsung Galaxy S7. Ist das dahingegen gar kein Problem. Allerdings gibt es bei der Kamera auch Nachteile, wenn man zum Beispiel die 60 Frames per Second einstellt. Möchte man die Videos danach noch bearbeiten am Computer oder hier am Handy selber auch, ist es dann mit den 60 Frames per Second so, dass es unsynchron wird. Ja, was ich nicht unbedingt zum Nachteil nennen mag, aber es nun mal so ist, das ist die Tastatur. Ja, die ist mir hier bei dem Telefon einfach viel zu klein. Ich mit meinen Wurstfingern tippe dann immer auf Buchstaben, die ich gar nicht haben will. Und wenn das Handy noch neu ist, kennt es ja manche Wörter, die man häufig gebraucht, einfach nicht. Das Handy ist zwar intuitiv und merkt sich einige Wörter oder auch ganze Sätze, am Anfang ist es jedoch ziemlich nervig. Man möchte ein bestimmtes Wort schreiben und das Handy schreibt einfach was ganz anderes daraus. Es setzt automatisch neue Wörter rein, zum Beispiel ich möchte irgendwas mit D schreiben oder mit ganz was ich was für einen Buchstaben. Und wenn man Kontakte hier drin hat, dann meint das Handy immer, man möchte diesen Namen aufschreiben. Dabei möchte man etwas ganz anderes aufschreiben und auf einmal hat man dann immer direkt schon irgendwelche E-Mail-Adressen da stehen, die man gar nicht schreiben möchte. Womit das Handy natürlich glänzt und auf jeden Fall glänzen will, ist einfach der Style-Faktor. Ja, das auf jeden Fall. Und auch die Anmutung, die ist gegenüber anderen Modellen einfach Spitzenklasse, wenn man sich das Gerät einfach mal in die Hand nimmt. Also was gibt es zu bemängeln? Das ist ganz klar der Lautsprecher. Der nervt, dass es nur einseitig ist und dann ist er auch noch so doof angebracht. Was auch dann noch nervig ist, das ist mit den 60 Frames per Second, dass das von vielen Programmen nicht unterstützt wird und darum der Ton oder das Video einfach unsynchron wird. Und die Tastatur, die ist für, ja, sagen wir mal, dickfingerige Leute einfach etwas zu klein. Da müsste man sich auch Abhilfe schaffen. Ein größerer Akku wäre in der Preisklasse auch wünschenswert gewesen. Da gibt es auch andere Hersteller, die einen Ticken besser sind. Besonders dann, wenn man Videos, Spiele oder den ganzen Tag Facebook konsumiert. Dann ist der Akku hier nach einem Tag oder, ja, sagen wir mal, Dreivierteltag ist es am Ende. Das könnte man auch ein bisschen besser hätte lösen können. Kommen wir nun zum Galaxy Tab A.
das jetzt auch schon etwas über ein Jährchen auf dem Buckel hat oder ein Jährchen auf dem Markt ist. Ja, ein Buckel hat es nicht, es ist gerade gearbeitet, keine Sorge. Es macht einen feinen Eindruck, das habe ich zwar beim Unboxing schon mal gesagt. Das Ganze ist allerdings hier aus Kunststoff ausgefertigt, was das ganze Gerät etwas instabil macht. Ne? Man kann es wirklich, ja, wenn man richtig wütend ist, ich glaube, man könnte es damit einfach durchbrechen. So macht es manchmal den Eindruck. Ja? Und wenn man dann auch auf den Display schaut, nimmt man sich einen weißen Hintergrund oder so, dann ist es so, dass die Deckplatte des Displays sich durchdrückt und dann kann es passieren, dass dann über Jahre gesehen irgendwelche Pixel hier kaputt gehen. Ist etwas schade, aber in der Preisklasse immer noch ganz in Ordnung. So, schauen wir uns mal die Benchmark-Ergebnisse an, denn so ein Tablet wird ja gerne genutzt, um Internet oder YouTube oder Spiele zu konsumieren. Dafür ist es auch wunderbar geeignet. Das Benchmark-Ergebnis sieht jetzt hier mit 27.121 Punkten jetzt nicht so ganz überragend aus. Das Samsung Galaxy S7 macht da schon 100.000 mehr. Und selbst das alte HTC One ist etwas von den Benchmark-Ergebnissen mit 10.000 Punkten mehr etwas besser ausgestattet. Das liegt aber bei dem HTC daran, dass die Grafik beim HTC One zwar schon Full HD und alles kann und deshalb in den Benchmark-Ergebnissen etwas besser abschneidet, die CPU bei dem HTC One aber deutlich langsamer ist als hier bei diesem Gerät. Und die CPU, die ist ja dafür auch zuständig, ne, dass hier Internetseiten schnell laden, man diese schnellen News durchlesen kann, wenn man jetzt zum Beispiel die Bild online hat oder YouTube konsumieren möchte oder. Da geht das wunderbar. Wir hatten auch letzten Tage hier ein Update, dass wir jetzt hier auch Android 6.0.1 Marshmallow drauf haben. Und von daher ist das Ganze auch noch auf dem aktuellen Stand. Ich zocke hier Asphalt 8, Real Racing 3 und Need for Speed No Limits. Der Akku hält dabei den ganzen Tag. Braucht man sich keine Sorgen machen. Also ich zocke ja wirklich, ja, nicht den ganzen Tag, also jetzt nicht 24 Stunden am Stück, aber 3, 4, 5 Stunden am Stück auf jeden Fall. Dazwischendurch mal eine Pause, weil es ist ja bei manchen Spielen so, da muss man immer warten. Und in der Zeit kann man dann schon mal ein bisschen YouTube gucken und sowas alles. Das Ganze mache ich immer auf volle Displayhelligkeit und der Akku hält dabei den ganzen Tag. Am nächsten Tag habe ich dann immer noch gute 23-24% und da kann ich immer noch ein Stündchen mit zocken oder sowas. Die Akkudauer ist also, finde ich gesehen, top. Hier haben wir einen 6000 mAh Akku drin und das reicht vollkommen. Nachteil ist allerdings, das ist auch hier der Sound, ne? Wie bei dem Samsung Galaxy S7 haben wir hier unten zwei Stereo-Lautsprecher. Ja, unten, ich halte das Gerät aber doch quer. Dann nützen mir hier unten die Stereo-Lautsprecher gar nichts. Ne? Hätte man besser hier einen hingemacht und hier einen hingemacht, egal ob das war Vorder- oder Rückseite, das wäre allemal besser gewesen. Ja, beim Zocken wird das Gerät allerdings gar nicht warm, es wird nur da warm, wo man es anfasst. Ja, das gibt es ja andere Handys oder sowas, die auch schon etwas, die dieselben Leistungsdaten haben wie dieses Gerät, werden dabei aber warm wie ein Taschenwärmer. Hier ist das nicht so. Das wird es nur warm, wo man es anfasst und das halt durch die eigene Körperwärme. Das Display finde ich auch ganz gut, es hat allerdings leider keine Full-HD-Auflösung. Full-HD-Videos können wir also nicht sehen, lediglich nur in 720p. Wir können auch nur hier mit der Kamera in 720p aufnehmen. Das funktioniert soweit, es geht auch ganz gut. Die Videos, die kann man sich auch dann schick angucken. Also ist jetzt nicht das ganz Schlechteste, aber da gibt es durchaus schon bessere Sachen. Die Displayhelligkeit finde ich allerdings gerade im Sonnenschein, finde ich es etwas wenig. Jetzt kann man das wunderbar sehen. Die Sonne scheint jetzt nicht mehr ganz so kräftig, aber man sieht hier schon, man kann nur schwer was erkennen. Und wenn man dann noch Fingerabdrücke hier drauf hat, dann wird das Ganze noch schwieriger zu lesen. Also das ist dann ein bisschen, ich hätte gerne noch eine Stufe drauf, dass man es noch ein bisschen heller machen kann. Das Ganze ist aber dann am Abend oder in der Nacht von Vorteil, wenn man dann Videos ansehen mag, dann kann man schön das Display auf die dunkelste Stufe machen und dann ist das eigentlich wunderbar. Dann kann man schön angenehm gucken und selbst wenn man dann nachts noch auf die Uhr guckt, das Display ist so dunkel, das ist bei dem Galaxy S7 genauso, das Display ist so dunkel, dass man nicht direkt meint, man hätte Flutlicht angemacht oder sowas. Das ist schon mal ganz gut. Ja, die Nachteile sind halt wie gesagt, dass es aus Kunststoff ist, dass man es quasi sich anfühlt, als könnte man es in der Mitte zerbrechen. Und dass die Lautsprecher hier unten ziemlich deplatziert sind, sage ich es mal. Die Tasten hier, die sind auch etwas, hätte man weiter auseinandernehmen können. Hier ist es einfach, ja, ein Handy-Layout. Für ein Tablet hätte ich mir doch gewünscht, dass auch hier diese beiden Tasten oder halt Keys hier ein bisschen weiter auseinander sind. Das würde für ein Tablet doch eher passen. So, das war es dann jetzt erstmal so ein kleiner Fazit zu den Samsung-Geräten. Ich bin rundum zufrieden. Na, es gibt zwar an den ein oder anderen Ecken noch Verbesserungen, wie zum Beispiel die Anbringung der Lautsprecher. Da könnte man ja meinen, da hat der Hersteller sich irgendwie gedacht, so, ach komm, klatsch rein, Hauptsache der Kasper hört irgendwas.
das ist so der Punkt, da denke ich mir, hätte man doch mal ein bisschen nachdenken können, so an den Verbraucher. Weil immerhin gibt man sehr viel Geld dafür aus. Das ist so ein Galaxy S7, 650, 700 Euro jetzt noch. Ich meine, das wird zwar auch wieder günstiger, aber trotzdem, das ist eine ganze Menge Geld. Was der Lautsprecher und Akku nicht so toll macht, das macht die CPU und die Grafik umso besser. Also geschwindigkeitsmäßig ist das hier wirklich top. Ja, kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich die Benchmark-Ergebnisse vergleicht, das liegt gleich auf mit den anderen Geräten, die jetzt so zum selben Preis zu haben sind. Das LG G5 oder das Huawei P9 Plus, das liegt auch so in demselben Preisbereich, 600 bis 700 bis 800 Euro. Und wenn man sich, wie gesagt, die Benchmark-Ergebnisse vergleicht, da ist das sogar noch ein bisschen besser gleichmäßig gesetzt mit den Apple-Geräten. Das Samsung Tab, das ist wunderbar. Es ist zwar schon ein Jährchen alt, aber die aktuellste Android-Version ist hier noch drauf. Von daher ist es gar nicht gesehen. Ist es gar kein altes Gerät. Die Geschwindigkeit, die ist auch noch top. Also ich habe es jetzt schon ein paar Tage hängen geblieben oder sonstige derartige Probleme hat es nicht. Beim Zocken ist mir allerdings aufgefallen, bei Wii Racing 3, wenn ich da so eine Nesca-Serie mache, also die Geschwindigkeiten wirklich sehr hoch sind und ich den Akku auflade, während ich spiele, ruckels, lade ich den Akku während ich spiele nicht auf, läuft es wunderbar. Aber in Sachen Verarbeitung und Stabilität kommen beide Geräte am eins nicht vorbei. Das ist schon ein etwas älteres Gerät. 3 Jahre alt, hier das HTC One. Das ist ja hier wirklich komplett aus dem Aluminiumblock gefräst. Machen zwar die heutigen Geräte oder HTC macht das heute immer noch. Allerdings ist mir bei den neueren HTC auch schon zu viele Plastikapplikationen dabei, dass das Gerät einfach leichter wird, schlichter aussieht und. Schlichter sieht es aus, das sieht aber auch gleichzeitig billiger aus. Man hier ist alles Glas und Metall und das kann man schmeißen. Ja, das hält. Die neueren Geräte, das glaube ich weniger. Somit komme ich jetzt erstmal zum Schluss dieses Videos und bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen und ein Handy nach oben geben und ein Tablet auch. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Da werden wir mal ein bisschen über Voodoo reden. Nicht Voodoo-Püppchen und nicht andere Püppchen, sondern Voodoo-Hi-Fi, wo da der Lautsprecherkabel 800 Euro kostet. Macht das Sinn? Da werden wir mal im nächsten Video drüber reden und auch andere Dinge werden wieder kommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Gebt mir einen Daumen nach oben, ein Abo auch. Das kostet nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.